Head is bald, eyes are red. He's always staring so cold. And for a pouch of coins, he shows his sellers very hard and gold. He never speaks a lot to others. Rustler. Das ist das, was dabei rauskommt, wenn man knallfrech das Spielprinzip von GTA kopiert und sich dabei aber gehörig in der Zeitepoche vertut. Statt modernem Großstadttreiben, flotten Karren und tödlichen Knarren gibt's in Rustler mittelalterliches Treiben, Pferde und Schwerter. Entsprechend wurde dem Spiel auch der inoffizielle Titel Grand Theft Horse verpasst. Auf Steam befindet sich der Titel seit einiger Zeit im Early Access. Am 31. August soll die fertige Version jetzt auf PS4 und PS5 erscheinen. Aus diesem Anlass haben uns die Entwickler von Jutsu Games während eines digitalen Events einen Einblick in die aktuelle Fassung gewährt und einige Besonderheiten der PlayStation-Umsetzung erklärt. Rustler spielt in einer historisch nicht akkuraten Version des Mittelalters, die sich selbst auch nicht sonderlich ernst zu nehmen scheint. Die Entwickler versuchen es auch gar nicht erst zu verstecken, wie sehr sie sich bei GTA bedienen. Der Protagonist ist ein Möchtegern-Krimineller, Barden spielen Rapmusik und selbst die Sounds könnten teilweise direkt aus einem der Rockstar-Spiele stammen. Größter Unterschied zur Vorlage ist vermutlich die Perspektive. Rustler hat weder die typische Top-Down-Perspektive der klassischen GTAs noch eine moderne Third-Person-Perspektive. Stattdessen verfolgen wir das Geschehen aus einer meist isometrischen Ansicht. Wir schlüpfen in die Rolle von Guy, der zusammen mit seinem Kumpel Buddy für Chaos und Wahnsinn in der Welt von Rustler sorgt. Dabei wird er in einen Plot verstrickt, bei dem er das große Ritterturnier gewinnen soll. Als Preis winken dafür immerhin das halbe Königreich und die Hand der Prinzessin. Was kann da schon schiefgehen? Natürlich alles, kann man sich ja denken. Die Geschichte des Spiels wird über Quests erzählt. Aber abseits davon soll es noch jede Menge andere Aktivitäten zu erledigen geben. Die Palette reicht vom Transport von Waren über das Bestellen von Feldern bis hin zu einer Karriere als Käfigkämpfer. Außerdem hat man immer wieder mit den Wachen zu tun, je nachdem wie viel Chaos man in der Spielwelt anrichtet. Steigt man einfach so auf ein Pferd, wird man natürlich wegen Pferdediebstahls verfolgt. Lustigerweise sind die berittenen Wachen sogar mit blau-roten Sirenenlicht ausgestattet. Ähnlich wie in GTA gibt's ein Verfolgungslevel, das angibt, wie energisch und zahlreich die Ordnungshüter agieren. Um nicht festgenommen zu werden, heißt es, die Flucht anzutreten. Wer es schafft, seine Verfolger in Straßengassen oder im Gelände abzuhängen, kann sich freuen. Alle anderen greifen auf die Hilfe von Dienstleistungen zurück. So steuern wir zum Beispiel einen Pimp a Horse an, um unseren Klepper schnell in eine andere Farbe umlackieren zu lassen. Und schon sind wir wieder als unbescholtener Bürger unterwegs. Guy verfügt zwar auch über eine Armbrust, aber allgemein finden Kämpfe vor allem im Nahbereich mit Schwertern, Schilden, Keulen und anderen als Waffe verwendbaren Objekten statt. Es kann auch vom Rücken eines Pferdes gekämpft werden, davon machen auch die Gegner Gebrauch. Ist man zu Fuß unterwegs, sollte man sich vor berittenen Wachen in Acht nehmen, die Guy schnell einfach mal überrennen könnten. Stirbt man, wird das Spiel am nächsten Krankenhaus oder der nächsten Kirche fortgesetzt. Um die Radios aus GTA zu ersetzen, lassen sich in Rustler Barden anheuern. Die setzen sich hinter Guy aufs Pferd und sorgen während der Reise für die musikalische Untermalung. Das Angebot an Liedern soll vielfältig ausfallen, mit vielen Rock- und Hip-Hop-Tracks, die extra in eine mittelalterliche Form gebracht wurden. Das alles trägt zum schrägen Humor bei, für den sich die Entwickler nach eigenen Angaben bei Größen wie Monty Python haben inspirieren lassen. Es sollen auch viele Klischees aus Game of Thrones, The Witcher und vielen anderen popkulturellen Medien aufgegriffen werden. Ein wichtiges Anliegen der Entwickler während der Präsentation war es auch, die Besonderheiten der Steuerung mit dem DualSense Controller in der PS5-Version hervorzuheben. Dafür haben sich die Macher einiges einfallen lassen, um von den besonderen Features des Controllers Gebrauch zu machen. So hängt die Stärke der Vibration unter anderem von der Reitgeschwindigkeit ab. Während des Kampfes lässt sich durch das haptische Feedback spüren, aus welcher Richtung der Protagonist getroffen wird. Die adaptiven Trigger erzeugen gehörigen Widerstand, wenn eine Armbrust abgefeuert und geladen wird und wenn Guy im Kampf die Puste ausgeht. Die offene Mittelalterwelt sieht stimmig aus, auch wenn sie ein wenig farbarm wirkt. Die meiste Zeit sehen wir entweder graue Straßen oder grüne Landschaften. Dafür stimmt der Humor. Wo sonst kann man schließlich heilige Handgranaten werfen oder Kühe in den Himmel schießen und noch einen Riesenspaß dabei haben? Die musikalische Untermalung mit aufs Mittelalter getrimmten modernen Klängen ist eh schon eine der genialsten Ideen des Spiels. Wie lange das begeistert und ob die Handlung bei der Stange hält, das muss die finale Version dann erst noch unter Beweis stellen.
In welcher Zeitepoche würdet ihr euch mal ein GTA wünschen? Schreibt's in die Kommentare, lasst uns auch ein Abo und ein Like da. Da wären wir euch dankbar, denn das unterstützt uns. Und für alle News zu euren Lieblingsspielen, checkt pcgames.de. Ugh!